In diesem Video werde ich Ihnen die wesentlichen Regeln und Fehlerquellen vorstellen, wenn es darum geht, Journalartikel in einem Literaturverzeichnis nach APA 7 darzustellen. Gucken wir es uns an einer Beispielquelle. Am Anfang stehen die Autoren, Nachname, Komma und dann Anfangsbuchstaben der Vornamen. Eine wichtige Fehlerquelle ist dieses Komma hier. Das ist nach APA ausdrücklich erforderlich, selbst bei zwei Autoren, weil das Komma hier zum nachgestellten Anfangsbuchstaben des Vornamens gehört. Weiterhin wichtig, wenn Sie einen Gruppenautoren haben, also eine Organisation als Autor, was ja ab und zu auch vorkommen kann, hier muss ein Punkt hin. Also der Punkt gehört nicht nur hier zum Anfangsbuchstaben des Vornamens, sondern am Ende der ganzen Namen muss ein Punkt sein, auch wenn es ein Name ist ohne Vorname und deswegen noch der Punkt noch nicht für die Abkürzung des Vornamens da ist. Eine weitere Falle, in die man stolpern kann, nach APA 7 werden jetzt 20 Autoren genannt, maximal. Nach APA 6 waren es maximal 7 Autoren. Das heißt, wenn Sie irgendeine Quelle aus APA 6 übernehmen, wo dann 6 Autoren genannt wurden und dann 3 Punkte und dann der letzte Autor, das dürfen Sie nach APA 7 nicht einfach für sich übernehmen, sondern müssen dann nochmal gucken und gegebenenfalls bis zu 20 Autoren aufführen. Dann kommt die Klammer des Jahres. Da ist eine häufige Fehlerquelle die Variante mit A und B. Die verwendet man ja dann, wenn die gleiche Kombination an Autoren und das gleiche Jahr mehr als einmal im Literaturverzeichnis vorkommen. Also wenn es von exakt diesen Autoren vom Jahr 2024 zwei Quellen in ihrem Literaturverzeichnis gäbe, dann würde man die eine eben mit 2024a und die andere mit 2024b versehen. Was ich aber beim Korrekturlesen häufiger finde, ist, dass es da eben nur eine Angabe mit a gibt, ohne ein b dazu. Oder nur 2024b ohne a. Da weiß Ihr Prüfer dann sofort, dass Sie das einfach aus irgendeinem anderen Literaturverzeichnis abgeschrieben haben, und zwar in einem anderen Literaturverzeichnis, wo es eben tatsächlich dann zwei Quellen aus dem Jahr mit den Autoren gab. Also da immer darauf achten, wenn Sie eine Quelle mit A haben, dann muss es auch eine Quelle mit B geben und umgekehrt. Beim Titel des Journalartikels ist wichtig, nicht kursiv und im Sentence Case. Das heißt im Regelfall nicht alles mit Großbuchstaben, sondern erstes Wort nach dem Doppelpunkt, Eigennamen und Testnamen. Sie können sich nicht darauf verlassen, dass Sie das korrekt zum Beispiel von Google Scholar in jedem Fall übernommen bekommen. Da müssen Sie gegebenenfalls per Hand nacharbeiten. Dann der Journalname, der ist im Title Case. Das heißt da bis auf so kleine Füllwörter wie in dem Fall of durchweg Großbuchstaben. Und der Journalname ist kursiv. Dann kommt die Bandangabe, die muss auch kursiv sein. Das Komma dazwischen darf nicht kursiv sein, aber das sieht zum Glück so gut wie kein Prüfer. Dann in Klammern die Heftnummer. Da hat es auch eine Änderung von APA 6 nach APA 7 gegeben. Nach APA 6 war die Heftnummer die absolute Ausnahme, jetzt ist es der Regelfall. Wenn Sie bei sich in Ihren Quellen keine Heftnummer haben, würde ich sicherheitshalber nochmal nachgucken, ob es da wirklich keine gab. Denn wenn Sie in Ihrem Literaturverzeichnis reihenweise nachher Quellenangaben haben, wo Sie die Heftnummer nicht angeben, obwohl es eine gibt, auch da denkt sich Ihr Prüfer dann seinen Teil, dass Sie wahrscheinlich das schlichtweg abgeschrieben haben aus irgendwelchen anderen Quellen, die nach APA 6 erstellt worden sind und wo es damals noch normal war, dass man die Heftnummer nicht dazu geschrieben hat. Dann kommt die Seitenrange, nicht in Klammern, nicht irgendwo mit S oder mit PP davor. Was ich da häufiger sehe, dass nur eine einzige Seite angegeben wird. Das ist in fast allen Fällen ein Fehler, weil es so gut wie keinen Journalartikel gibt, der nur eine Seite hat. Leider hat Google Scholar bei gar nicht so wenig Journalartikeln nur die Startseite als Angabe. Das heißt, da müssten Sie auch nochmal auf die Seite vom Journal gehen, um zu gucken, okay, was ist denn die komplette Seitenrange. Ein zweiter Grund, der dazu führen kann, dass da nur eine Zahl steht, das sind Artikelnummern, wie in diesem Beispiel hier. Das heißt, da gibt es statt einer Seitennummerierung eben einfach nur die Nummerierung des Artikels. Das ist zulässig, da ist alles die Vorschrift, dass davor das Wort Artikel geschrieben wird. Häufig sehen Sie, dass es eine Artikelnummer ist, dass Sie die auch am Ende der DOI finden. Also wenn die Zahl, die hier steht bei Ihnen, wenn Sie es zum Beispiel als Google Scholar holen, die gleiche ist, die am Ende bei der DOI steht, dann ist es so gut wie immer eine Artikelnummer. Zuletzt noch das Thema DOI. Erstmal prüfen, habe ich die bei allen Quellen? Es gibt einige relativ seltenere Fälle, wo es keine DOI gibt, sei es bei sehr alten Zeitschriftenartikeln, sei es bei einigen eher weniger gebräuchlichen Journals. Ich würde es aber immer in allen nochmal prüfen. Also wenn Sie nachher Quellenangaben, also von Journalartikeln haben, ohne DOI, gucken Sie lieber nochmal nach, ob es da wirklich keine gibt. Die zweite Fehlerquelle hier ist das Format. Da muss nach APA 7 das neueste Format verwendet werden. Das ist aktuell diese Variante mit HTTPS und dann DOI.org. Da müssen Sie darauf achten, wenn Sie Quellenangaben aus anderen Quellen übernehmen, aus anderen Literaturverzeichnissen, die zu einem früheren Zeitpunkt erstellt worden sind, dass die unter Umständen noch alte DOI-Formate verwendet haben. Da gab es mal so ein Format mit DX da drin.
das unbedingt anpassen, weil auch da sieht sonst sofort der Prüfer oder die Prüferin, dass Sie einfach eine Quelle aus einer anderen Quelle abgeschrieben haben, ohne sie selbst zu prüfen. Soviel zu den wesentlichen Regeln dazu, wie man Journal-Artikel im Literaturverzeichnis aufführt. Es gibt sicherlich noch Dutzende an Spezialregeln, aber wenn Sie diese Regeln soweit verinnerlicht haben, dann sollte Ihr Literaturverzeichnis hinsichtlich der Journal-Artikel schon recht gut aussehen. Vielen Dank fürs Zusehen und dann viel Erfolg bei der Formatierung Ihres Literaturverzeichnisses.